Hallo und herzlich willkommen bei Edis TechLab. Im heutigen Video geht es um einen Wasserstandssensor. Dieser hat drei Anschlüsse und wie man den an einen Mikroprozessor anschließt und wie der funktioniert, das erkläre ich euch heute. Und wie immer gilt, jeder kann das. Mit diesem Wasserstandssensor können wir detektieren, wie hoch der Wasserstand im Messbereich des Sensors ist. Ein Anwendungsbereich ist zum Beispiel die Überwachung von Leckagen in einen Auffangbehälter. Der Sensor wird mit einer Eingangsspannung von 3,3 bis 5 Volt an den Pins Plus und Minus versorgt. Über einen analogen Pin bekommen wir die Messwerte von Sensor, die wir an unseren Mikrocontroller anhängen können. Eine LED am Sensor gibt uns Rückmeldung, ob der Sensor mit Spannung versorgt ist. Der Sensor verfügt über eine Reihe von 10 freiliegenden Leiterbahnen, von denen 5 Stromspuren und 5 Messspuren sind. Die Leiterbahnen sind nicht miteinander verbunden, aber beim Eintauchen in das Wasser werden diese Kontakte überbrückt, da Wasser leitend ist. Diese Leitungen wirken wie ein variabler Widerstand, dessen Widerstand sich je nach dem Wasserstand ändert. Je tiefer der Sensor im Wasser eintaucht, desto besser ist die Leitfähigkeit und desto kleiner ist der Widerstand. Welche Analogwerte wir vom Sensor bekommen, das können wir über das Kalibrieren feststellen. Wie das geht, das zeige ich euch im praktischen Beispiel. Im Dauerbetrieb korrodiert bzw. galvanisiert der Sensor bei ständiger Verbindung zwischen den Leiterbahnen und wird so langsam zerstört. Zur Abhilfe wird der Sensor nur dann mit Spannung versorgt, wenn wir eine Messung machen wollen. Ansonsten ist er spannungsfrei. Wie man den Wasserstandssensor anschließt an verschiedene Mikroprozessoren, das seht ihr hier in der Übersichtstabelle. Im praktischen Beispiel nehmen wir einen Node MCU mit einem ESP8266 Prozessor. Die Anschlusstabelle und die Zeichnung, wie man den Mikrocontroller anschließt, die findet ihr auch auf der Webseite von Edis TechLab. Wer Interesse an allen Projekten von Edis TechLab hat und ihr den Kanal unterstützen wollt, dann kann ich euch das Buch Heimautomation und Do-It-Yourself-Elektronik in der Early Bird Edition ans Herz legen. Dieses Buch wächst Monat für Monat und es hat mittlerweile schon fast 300 Seiten. Wer es jetzt kauft, der kann Geld sparen, denn durch den erweiterten Inhalt wird der Preis Monat für Monat leicht steigen. Aber für alle, die das Buch jetzt schon kaufen, die bekommen die zukünftigen Updates kostenlos dazu. Ich möchte mich jetzt schon herzlich bei euch für eure Unterstützung bedanken. Bevor wir jetzt in die Praxis gehen, sehen wir uns noch schnell den Source Code an. Zuerst definieren wir den analogen Pin für unseren Eingang und den Water Sensor Power Pin. Das ist der Pin, mit dem wir das Modul mit Strom versorgen. Die nächsten drei Variablen, das sind unsere Schaltwerte von Sensor. Diese Werte können wir durch die Kalibration ermitteln. Im Setup definieren wir die Baudrate für den Serial Monitor und den analogen Pin als Input und den Sensor Power Pin als Output. In der Loop-Funktion starten wir zuerst mit der Spannungsversorgung für den Sensor und danach warten wir 100 Millisekunden, um sicher zu sein, dass der Sensor mit Spannung versorgt ist. In dieser Zeile lesen wir den analogen Wert von unserem Sensor aus und schreiben ihn in den Serial Monitor. In der ersten IFAB-Frage überprüfen wir, ob unser analoger Wasserwert kleiner ist als der Water Label Low-Wert, den wir oben definiert haben. Ist das der Fall, dann schreiben wir in den Serial Monitor kein Wasser. Trifft das nicht zu, dann machen wir mit ELSIF die nächste Abfrage. Ist unser Wasser-Analogwert größer als das Water Label Low, aber unser Analogwert ist kleiner gleich Water Label Mittel, dann schreiben wir
Der Wasserstand ist tief. Ist diese IFAB-Frage nicht gültig, dann überprüfen wir weiter auf dem Wasserstand Mittel und auf dem Wasserstand Hoch nach dem gleichen Prinzip. Nach der Messung wird die Spannungsversorgung von Sensor wieder auf Low gesetzt und wir warten 2 Sekunden, bevor der Code wieder vom Neuen beginnt. Um den Sensor besser kalibrieren zu können, zeichnen wir uns die Mitte an. Kommen wir jetzt zum schon davor erwähnten Sensor kalibrieren. Wir tauchen den Wassersensor ganz leicht gerade so, dass wir die ersten Leiterbahnen überbrücken in das Wasserglas. Alle 2 Sekunden wird uns im Serial Monitor der analoge Wert für diese Messung aufgeschrieben. Nachdem wir ein paar Messwerte erhalten haben, können wir uns den Mittelwert aufschreiben. Als nächstes tauchen wir den Sensor bis zu unserer Markierung in der Mitte runter ins Wasserglas. Wir warten wieder ein paar Messwerte ab und lasst euch nicht irritieren. Meine Voreinstellung war von einem anderen Sensor, die stimmt hier natürlich nicht mehr. Deswegen kalibrieren wir den Sensor neu. Der Mitte von unserem Sensor ist der analoge Wert ca. 270. Als letztes tauchen wir den Sensor ganz unter. Aber Vorsicht, nur maximal so tief wie die Leiterbahnen, weil darüber befindet sich die Elektronik und wenn die in Wasser untergetaucht ist, dann verursachen wir einen Kurzschluss. Beim voll eingetauchten Sensor ist der Analogwert 350. Jetzt, wo wir die Schwellwerte kennen, können wir den Source Code anpassen. Wir übertragen unsere Messwerte in die Variablen für Water Level Low, Mittel und High. Das war es schon mit der Sensorkalibrierung und der Sensor ist jetzt bereit, um in eurem Projekt einen guten Dienst zu verrichten. Wenn ihr Fragen zu einem der Sensoren oder Aktoren habt, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Auf der Webseite von Edis TechLab gibt es ab jetzt ein Forum. Es ist vorerst noch in der Testphase und wenn ihr da draußen viel Ahnung von Elektronik habt, es wäre schön, wenn ihr andere Nutzer, die Einträge machen, mit eurem Wissen hier im Forum unterstützen könnt. Mir ist es fast nicht mehr möglich, alle eure Fragen zu beantworten, aber ich hoffe, in der Community schaffen wir das und dann bin ich auch sicher, jeder kann das. Für alle, die neu bei Edis TechLab sind, abonniert den Kanal, es ist kostenlos und es hilft, den Kanal weiter wachsen zu lassen. Mich würde noch interessieren, habt ihr Verwendung für diesen Sensor? Wo wollt ihr ihn einsetzen? Erzählt mir einiges über eure Projekte. Schreibt es unten in die Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir jetzt einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Edis TechLab.